Hey, Kinder, was geht bei euch ab? Junge! Willkommen zu einem weiteren Kommentar. 3 gegen 3 auf Cargo. Wollt ihr mich ficken gerade? Ah, hey. Folgendes Thema heute. Ja? Erstmal die Antenne einklicken oder soll ich so spielen? Sieht schon ziemlich cool aus, ich weiß. Meine Haare. Guck mal, meine Haare da hinten hochstehen. Ich bin der von die kleinen Sträuche. Aber okay. Jetzt hört doch mal zu und hört auf, immer abzulenken. Folgendes Thema. Normal. Was ist normal? Normal ist ja erstmal im Allgemeinen, also nach dem Duden, alles, was allgemein gewöhnlich ist oder üblich. Beziehungsweise was als üblich oder gewöhnlich angesehen wird. Das ist normal für uns, ne? Es ist völlig normal für uns, dass wir das Licht anmachen, wenn es dunkel ist, weil wir halt auch einfach nicht so viel sehen. Das kam aus der Gewohnheit wahrscheinlich. Du! Es ist doch völlig normal, dass mich so ein Affe wegpimmelt. Und ich muss an der Stelle erwähnen, jemand hat geschrieben, ich habe dich genau gesehen, das war sehr freundlich, dass ich ja oft Schimpfwörter benutze, aber die natürlich nur gegen die Spielfiguren an sich gehen, nicht gegen den Spieler dahinter. Und das stimmt natürlich. Ich beleidige keinesfalls die Menschen dahinter. Oh fuck! Da! Normalität, etwas Übliches ist ja auch was über eine gewisse Zeit, über einen gewissen Zeitraum sich eben einfach so eingebürgert hat. Das ist ja auch so ein Wort, ne? Eingebürgert hat. Man kennt das eben so, ja? Und gerade deshalb ist es sehr schwierig, finde ich, den Unterschied von normal zu nicht normal, abnormal, bla bla bla, pipapo. Weil man eigentlich... Oh Gott, I'm so fucking amazing, bruh! Es ist nicht so einfach, da überhaupt zu unterscheiden. Es ist schon irgendwie einfach, weil die Gesellschaft... Alter, wie schnell war denn der jetzt? War das der gerade eben runtergesprungen ist? Ne, das war noch ein zweiter, ne, der hinter ihm herkam. Ich wollte gerade sagen. Gerade weil es ja eigentlich recht einfach ist. Man sagt so, Mord und Totschlag, das ist nicht normal. Weil es für eine große Masse nicht normal ist. Kinderschänderei ist auch nicht so normal. Ist nicht normal, das macht man nicht. Man bringt keine Leute um, wenn es nach einer großen Masse von Menschen geht. Es gibt sicherlich auch Menschen, die sagen, natürlich bringt man Leute um. Beziehungsweise in Kannibalenstämmen ist es so, ne? Da sagt man, komm, wir naschen ja auch mal eben einen Verstorbenen auf oder einen Fremden. Wir hingegen hier in Deutschland sagen dann natürlich was, aber ohne Senf, ohne mich. Nee, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Wir essen eigentlich jetzt nicht so unbedingt Leute auf. Oh mein Gott! Ich müsste daraus jetzt voll den Remix machen. Es kommt schon mal auf die Augen an, aus denen man diese Situation betrachtet. Das hat ja viel, das ist hat auch was mit Verhaltenspsychologie zu tun. Beziehungsweise, man kann in dem Fall natürlich auch über die Konditionierung sprechen. Da gibt es zum Beispiel, ich habe da zwei Beispiele vorbereitet. Eins ist ultra bekannt, das andere vielleicht nicht so. Du Pimmelnase! Von hinten was? Ivan Petrovich Pavlov heißt der Mann, glaube ich. Pavlov auf jeden Fall. Ivan auch. Petrovich... Ich bin mir nicht so sicher. Der hat Speicheltests mit Hunden gemacht. Er hat irgendwie den Speichel untersuchen wollen. Und hat die natürlich dafür immer gefüttert, hat sie Futter anschauen lassen, bla bla bla. Alle Dinge eben, die den Speichelfluss erhöhen, ja. Und er hat bei diesen Versuchen Folgendes beobachtet. Die Hunde, die länger in diesem Labor schon... Oh Gott, ein brennendes Auto, nicht mit mir. No, no, no. Die... Das wäre voll hochgegangen, ne? Timingmäßig hat das jetzt gerade eben... Das wäre voll bei mir hochgegangen. Die Hunde, die schon länger im Versuch... Die Hunde, die schon länger dabei sind im Labor und die Versuche kennen, den Ablauf kennen, die Zeiten kennen, wann das Essen kommt. Bei diesen Hunden konnte er feststellen, dass die Hunde, dass der Speichel bereits geflossen ist, ohne dass sie das Essen gesehen haben bzw. gerochen haben. Die saßen in ihrem abgeschotteten Zwinger und haben einfach, waren schon am Auslaufen, ne? So richtig, ja. Das ist ihm da zufällig bei dieser Untersuchung aufgefallen. Dann hat er das noch verfeinert und sich gesagt, so, ich lasse jetzt einfach eine, ich läute jetzt mit einer Glocke jedes Mal eine halbe Stunde, bevor ich die Viecher fütter. Er läutet mit einer Glocke, die Hunde können futtern. Und ihr wisst sicherlich, worauf ich hinaus will, wohin das alles führt. Zum Ende hin, nach diesem Versuch, konnte er mit der Glocke läuten und die Hunde haben einfach angefangen zu sabbern. Ja, der Speichelfluss hat sich erhöht. Nur durch die Glocke, die mussten nichts essen. Jetzt sagt er natürlich, ja klar ist das so, wenn ich, das ist doch bei mir auch, wenn ich mit meinen Hunden, wenn ich mit der, wenn irgendwas raschelt, wo Essen drin ist, dann kommen die auch. Natürlich, weil ihr sie darauf konditioniert habt. Das ist ein ganz einfaches, eine sehr einfache Form der Konditionierung, ja. Die sehr, so leicht zu verstehen ist, weil man sie oft selbst anwendet, wenn man zum Beispiel Tiere hat oder auch Kinder. Bei Menschen ist es halt etwas gemein, wenn man ihnen gewisse Verhaltensweisen ankonditioniert, sagt man das? Ich weiß es nicht. Das geht natürlich schon krass in diverse Richtungen, wie man das früher vorhatte. Da kann man schon ganz viel Böses anstellen. Oh, oh. Oh, ich hab Killer 3! Killer 3! 10. Das ist, ich habe gerade eben meine komplette Rede verloren, weil der so schön geschrien hat. Ja, Hurensohn. Profi, lass, jetzt sieht man im Beat, ey. Also,
Was? Oh, hat er bloß einen 7er KD. Du denkst auch, du kommst, Subbox von Riska Barca mit deiner 100er PC? Was ein Elf. Komm, mach ein 1 vs 1 bitte. Ich will doch was erzählen, könnt ihr ruhig sein, hallo. Hier ein weiterer Versuch, ein weiteres Gedankenexperiment. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja.